Und wir kommen jetzt zum Kampf im Schwergewicht. Auch hier wieder ganz normale Menschen mit ganz normalen Berufen, also keine Boxprofis oder Quizprofis, falls es sowas überhaupt gibt. Ganz normale Menschen mit ganz normalen Berufen. Und hier sind die beiden Kontrahenten im Schwergewicht. Der Kampf im Schwergewicht. Sascha Schmitz gegen Helge Georg. Ich heiße Sascha Schmitz, bin 33 Jahre alt, komme aus Viersen und bin Werbekaufmann. Ich habe eine Firma zusammen mit meinem Kumpel David. Wir machen Webdesign, Suchmaschinenoptimierung und die habe ich mit ihm vor 5 Jahren in Düsseldorf gegründet. Ich boxe, seitdem ich 6 Jahre alt bin und das begleitet mich praktisch schon mein ganzes Leben. Das ist ein sehr guter Ausgleich, weil man da natürlich viel Stress abbauen kann. Man ist danach sehr ausgeglichen und es hält einen halt auch gesundheitlich fit. Boxen und dann direkt das Quiz, das ist natürlich eine ganz große Herausforderung, eine ganz große Hürde, die ich nehmen muss. Aber ich traue mir das zu. Ich denke, dass ich mental so stark bin, dass ich auch dann noch die Wissensfragen beantworten kann. Und Sascha Schmitz tritt an gegen Helge Georg. Ich bin Helge Georg, 37 Jahre alt, komme aus Niddertal und bin Polizeibeamter. Ich bin verheiratet seit etwa einem Jahr mit meiner Julia und wir haben vergangenen Dezember unseren Vincent Hugo auf die Welt gebracht und das ist schon eine gute Sache, kann ich weiterempfehlen. Ich bin über Kampfsport, über Jiu-Jitsu zum Kickboxen, zum Boxen gekommen und meine Leidenschaft hängt einfach jetzt beim Boxen. Ich denke, das Allgemeinwissen prädestiniert mich hierfür. Ich habe eine Bandbreite von Interessen einfach. Lesen gehört sicherlich dazu und fühle mich eigentlich relativ fit. Ich habe ein Ziel und das Ziel heißt gewinnen und das werde ich bis zum letzten Gongschlag verfolgen. Im Schwergewicht. Sascha Schmitz gegen Helge Georg. Und hier sind sie. Aus Viersen, 33 Jahre alt, 1,87 Meter groß, 99 Kilo, Sascha Schmitz. Und in der roten Ecke aus Niddertal-Assenheim, 37 Jahre alt, 1,93 Meter, 102 Kilo, Helge Georg. So, Buschi, du bist dran. Ja, dann gibt es natürlich auch hier jetzt wieder letzte Instruktionen. Der Helge hat ja einen richtigen Fanclub mitgebracht. Das sind zwei ganz schöne Büffel. Das muss man mal festhalten hier. Und meine Herren, dann würde ich sagen, wenn ihr soweit wärt, wenn die Präparierung stattgefunden hat. Also mach richtig schön. Also, Sportler bitte in die Mitte. Erich, hol sie ran da. Blaue Ecke, rote Ecke bitte in die Mitte. Begrüßt euch. Sauber boxen. Kommandos beachten. Sauber boxen, meine Herren. Alles klar? Okay, dann wieder bitte zurück in die Ecke. Blaue Ecke, fertig. Stell dich in die Mitte und bleib da erstmal. Rote Ecke, fertig. Der Ring ist frei. Box. So, also Helge in Rot, Sascha in Blau. Und das sind ja zwei Kälber. Das ist ja der Wahnsinn. Keine Innenhände. Also da gleich wieder die Ermahnung von Erich Dreke. Keine Innenhand, sondern mit der geschlossenen Faust zu agieren. Aber Sascha gleich sehr, sehr im Vorwärtsgang hat er den ersten Körpertreffer gelandet. Antwort kommt von Helge, aber dann Sascha mit dem nächsten Treffer. Oh, der war auch durch. Ja, gibt aber, weil er wohl am Unterarm war, keinen Wertungstreffer. Aber der geht ja los wie ein D-Zug hier, Sascha. Da kam allerdings Helge, aber hat noch keine Wertung bekommen.
Na, ich weiß nicht, ob Sascha da nicht ein bisschen überpaced hier in der Anfangsphase. Er führt 3:0, das ist keine Frage. Helge jetzt mit dem ersten Treffer. Was geben die Vollgas hier? Auch beide in der Normalauslage. Ja, der Anschluss, 2:3. Ja, und da kann der nächste durchaus gehen. 3:3, eine Minute noch, Jungs. Oh, das geht aber ordentlich zur Sache hier. Und wir sind ganz am Anfang. Helge hat es jetzt erstmal gedreht. Wir sind in der ersten Runde, Freunde. Und ihr seid keine Boxer. Ihr seid nicht bei Olympia. Ihr seid keine Profis. Und Helge dreht das hier. 40 Sekunden noch. Helge jetzt kontrolliert. Und Sascha hat das einfach übertrieben. Er wollte ihn überrollen am Anfang. Sauber boxen. 6:4 für Helge. Halbe Minute noch. Boah, was legen die los hier? Also das war für meinen Geschmack ein bisschen overpaced, ein bisschen zu viel Tempo, vor allem von Sascha. Und Helge ist der Ruhigere. Und die sind beide jetzt schon ein bisschen müde. Das sieht man ganz deutlich. Die sind beide jetzt schon, wir sind in Runde 1 ein bisschen müde. Die letzten Sekunden. Helge wird nach Punkten diese erste Boxrunde für sich entscheiden. Und zwar recht deutlich. 9:4. 9:4. Das heißt 1:0 nach Runden. Die erste Runde geht deutlich an Sascha mit 9:4 Treffern. An Helge geht sie natürlich. So. Und Sascha, hier bei Helge, der also führt. Sascha hat es übertrieben am Anfang. Der ist da rausgekommen, als wollte er das alles in 20 Sekunden erledigen. Und dann ganz ruhig der Polizist hier mit einer krachenden Rechten, mit einem Haken, mit einem Aufwärtshaken aufs Kinn. Da kommt die linke raus, die Führhand. Und da wirkt er schon fast ein bisschen bedrüppelt. So, Freunde, und das ist nun mal Quizboxen. Nicht lange ausruhen, ab zum Kollegen Raab. So, Freunde, macht mal langsam, wir haben noch ein bisschen Sendezeit. So, wir kommen zur ersten Quizrunde. Im Moment liegt Helge vorne mit 1:0. Das erste Quiz ist ein Allgemeinwissensquiz. Ich stelle euch Allgemeinwissensfragen, die ihr richtig beantworten müsst. Wenn ihr drückt, habt ihr 3 Sekunden Zeit. Wenn ihr richtig antwortet, kriegt ihr den Punkt. Wenn ihr falsch antwortet, kriegt der Gegner den Punkt. Okay, alles klar? Es geht los, erste Quizrunde. Wie heißt der Cheftrainer von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt? Armin Fee. Armin Fee, Punkt für Helge. Nächste Frage. Unter welchem Bundeskanzler wurde die Agenda 2010 verabschiedet? Gerhard Schröder. Gerhard Schröder, Punkt für Helge. Nächste Frage. Welche Soap läuft montags bis freitags um 18 Uhr in der ARD? Montags bis freitags um 18 Uhr in der ARD. Weißt du's? Ja, ich weiß es. Es sind keine Antworten. Verbotene Liebe wäre es. Nächste Frage. Wie heißt der Lebensgefährte von Daniela Schad? Scheiße. Der Lebensgefährte von Daniela Schad. Will keiner antworten? Keiner antwortet. Joachim Gauck wäre es gewesen. Unser Bundespräsident. Weiter. Nächste Frage. Wie viele Tage hatte im Jahre 1987 der Monat 31. Ja, ist richtig. August wäre noch bekommen, aber es ist auch so richtig. Weiter, nächste Frage. Wer ist derzeit neben Claudia Roth Bundesvorsitzender der Grünen? Cem Özdemir. Cem Özdemir, Punkt für Helge. Richtig, nächste Frage. Scheiße. Im Vorstand welches Vereins hat Matthias Sammer kürzlich? FC Bayern München. Bayern München, richtig. Nächste Frage. Wie heißt der aktuelle UN-Generalsekretär? Ban Ki-moon. Ban Ki-moon, Punkt für Helge. Nächste Frage. Welches Land war dieses Jahr Ehrengast der Frankfurter? Neuseeland. Neuseeland, ist richtig. Nächste Frage. Worum handelt es sich bei Fitch, Moody's und Standard & Poor's? Ratingagentur. Ratingagentur ist auch richtig. Ja! Jetzt haben wir hier
wieder die Situation, die wir eben schon mal hatten. Der Punkt für diese Runde geht an Helge, aber Sascha hat in diesem Quiz 0 Punkte. Das heißt, er kriegt jetzt die K.O.-Frage. Ich erkläre es nochmal, wie es geht. Du hast 0 Punkte in dem Quiz, damit droht dir jetzt der Quiz-K.O. Ich stelle dir jetzt eine K.O.-Frage, die du innerhalb von 10 Sekunden richtig beantworten musst. Gelingt es dir, bleibst du im Rennen, beantwortest du die K.O.-Frage falsch, gewinnt dein Gegner den Kampf durch Quiz-K.O. und damit 25.000 Euro. Du hast bei dieser Frage keinen Gegner, du brauchst nicht zu drücken. Wenn ich die Frage gestellt habe, laufen die 10 Sekunden ab. Okay, Sascha, alles klar? Bist du bereit? Hier kommt deine Quiz-K.O.-Frage. An welchem Tag, an welchem Datum ist hierzulande der Tag der Arbeit? Am 1. Mai. Das ist korrekt, damit bist du weiter im Rennen.